Hallo Leute, hier ist Garten mit Rendite. Hier geht mal richtig die Hummel ab. Hier tanzt der Schmetterling von Blüte zu Blüte. Und es gibt Freipollen für alle. Und jetzt kommt der Film. Viel Spaß. Ja, endlich reifen diese Mini-Kiwis mal. Jetzt sind mehrere Sorten reif. Zuerst wäre nur die Julia reif. Die können wir mal jetzt alle miteinander vergleichen. Die werden wir mal aufschneiden. Da gucken wir uns die Sache mal an, wie die Größenverhältnisse sind und wie diese schmecken. Das hier, das ist der Red Jumbo. Den hatte ich ja schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Das verlinke ich euch mal hier oben. Der ist jetzt schlagartig rot geworden. Also der schlägt erst die Farbe um, wenn er reif wird. Vorher war er die ganze Zeit grün. Also ähnlich wie bei Kirschen. Bei der Reife werden die dann rot. Man merkt das auch bei Druck. Da werden die richtig weich, also die geben dann deutlich nach. Vorher sind die richtig, richtig fest und hart. Da kann man die sind die überhaupt nicht genussfähig, ne? Der Red Jumbo, der ist auch riesengroß. Also das ist von den Mini-Kiwis hier, ist das die größte, aber das seht ihr ja gleich. Ja, die Pflanze, die sieht noch ganz gut aus. Die ist noch ziemlich grün, im Gegensatz zu manch anderen Kiwis. Vielleicht könnte man die Früchte noch länger hängen lassen. Ich habe selber noch nicht die Erfahrung jetzt mit der Red Jumbo. Ihr seht es ja selber, ich habe hier drei Früchte. Die ernte ich jetzt hier mal. Und dann gehen wir mal zu den anderen Pflanzen, auch zu denen, die noch nicht reif sind. Da können wir uns mal die Größenunterschiede angucken. Meines Wissens ist da die Actinidia purpurea eingekreuzt. Deswegen auch die rote Farbe und die Reife ist auch ein bisschen eher als bei den grünen Sorten. Hier drüben die Weiki, die ist schon deutlich gelber als die Red Jumbo. Vor einer Woche, da war die noch ziemlich grün. Und die ist jetzt wirklich in 7-8 Tagen ist die so gelb geworden. Also das geht richtig, richtig schnell. Und ich denke mal, in 1-2 Wochen ist das ganze Laub dann nur ab. Jetzt kann man nur schön die Früchte erkennen. Die haben so eine roten Bäckchen, wenn die reif sind. Und die werden dann auch ganz weich. Die Weiki, die ist ja eine bayerische Züchtung. Deswegen wird die auch die Bayern-Kiwi genannt. Da gibt es ein bisschen Verwirrung immer, weil es gibt eine männliche und eine weibliche Weiki. Diese Weiki hier ist natürlich weiblich, sonst hätte sie natürlich keine Früchte. Die männliche Weiki habe ich allerdings nicht. Die Sorte, die wird ja auch im Erwerbsanbau angebaut. Da soll sie bis zu 30 Kilo tragen. Also wenn man das hier so sieht an diesem Zweig, da hängen ja auch schon viele Früchte. Wenn die ganze Pflanze so behangen ist wie hier, da kann ich mir schon vorstellen, dass da wirklich 30 Kilo an der ganzen Pflanze dranhängen. Das ist dann bestimmt so ähnlich wie bei Weintrauben, dass dann gigantische Mengen sich dann bilden mit der Zeit. Ja, mir läuft hier schon das Wasser im Mund zusammen. Ich hole mir jetzt mal ein paar Früchte. Alle sind noch nicht ganz so weich. Ich suche mir hier mal drei weiche raus. Die pflücke ich hier mal und dann nehmen wir die mal mit. Die Weigi und die Red Jumbo, die hängen noch richtig fest am Zweig. Da muss man richtig ziehen. Hier bei der Julia, da war das anders. Die ist ja jetzt auch hier ganz gelb, ne? Die hat auch schnell umgeschlagen auf gelb. Bei der Julia sind ja die Früchte schnell schrumpelig geworden und abgefallen. Die war ja deutlich eher reif. Ich mache euch oben mal den Link dazu. Also ich fand die Sorte jetzt nicht so besonders. Das ist scheinbar eine Züchtung aus der Kolomicta und der Isai. Also ich würde sie nicht nochmal anbauen, eigentlich wird die hochgehypt, aber ich finde sie hier nicht so toll. Hier haben wir mal den Vergleich zwischen der Red Jumbo und der Isai. Die Isai, die ist ja schon deutlich kleiner, aber der Red Jumbo ist natürlich das Ding schlechthin, ne? Also was natürlich komisch ist, der Red Jumbo, der ist viel größer, aber wird trotzdem eher reif als der Isai. Also die Früchte, die sind alle noch hart, ich denke mal 1-2 Wochen. Werden wir schon noch benötigen, bis die weich werden. Auf unserer Höhenlage hier, auf 720 Höhenmetern, ist es vielleicht ein bisschen grenzwertig hier, die Isai, wenn die so spät reift. Aber die letzten 2 Jahre hat es schon funktioniert. Hier vorne bei der Fitberry Jesse, da werden die Früchte langsam weich, also die ein oder andere ist schon weich. Aber die sieht fast so aus wie die Isai. Da muss ich mich mal auf den Züchter verlassen, dass der mir hier wirklich die richtige geschickt hat, dass das die Fitberry Jesse ist. Die hängt auch gut voll, dafür, dass die hier so einen trockenen Standort hatte. Die scheint mir auch guten Ertrag zu bringen. Das hier, das war ja die Ken's Red. Allerdings ist die immer noch grün.
Also ich habe schon gelesen, dass die erst bei Vollreife rot umschlägt. Oh, ja, ich muss mich jetzt wieder darauf verlassen, dass der Züchter die richtige geschickt hat. Das müssen wir beobachten. Die Früchte sind auch noch hart. Also es kann schon noch sein, dass die reif werden und dann sich doch noch rot färben, wie beim Red Jumbo. Der ist auch erst spät rot geworden. Die Pflanze, die ist auch noch ganz grün. Die ist nicht so gelb wie die Weigi oder die Julia. Ich denke mal, dass einfach manche Mini-Kiwi die kühleren Temperaturen besser vertragen. Hier vorne, das sind ein paar Früchte, die sind schon ein bisschen rötlicher. Ich denke mal, die werden schon noch rot werden. Also ich hoffe ja, dass das wirklich die Ken's Red ist. Ich hatte ja schon mal in einem letzten Video erwähnt, dass ich hier schon mal enttäuscht wurde, dass eine Pflanze eine männliche Pflanze ist. Das sollte ja eigentlich der Ananas Neuer gewesen sein. Und da hoffe ich mal, dass das hier die richtige ist jetzt, ne? Dass es das wirklich die Ken's Red ist. Wenn ihr auch eine Ken's Red habt, da könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich die Pflanze sein kann. Hier seht ihr die Früchte, die sind fast so groß wie bei der Red Jumbo, allerdings grün und immer noch hart. Hier habt ihr jetzt mal die drei Sorten im Überblick. Hier links die rote, das ist ja der Red Jumbo. Rechts daneben, das ist die Weiki mit den roten Bäckchen. Und da oben drüber, das ist die Julia. Die Julia ist natürlich schon ein bisschen überreif. Aber die Früchte, die sahen auch die ganze Zeit so aus, also die waren schrumpelig und sind auch ganz schnell abgefallen. Ja, jetzt nehme ich mir mal eine von der Red Jumbo und die schneide ich jetzt mal einfach auf. Dann nehme ich mir mal das Messer. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mir hier nicht wieder die Fingerkuppe abschneide. Ja, was heißt wieder? Das ist mir noch nicht passiert. Aber man muss halt aufpassen. So, da schneiden wir das mal auf. Ja, und zack. Richtig schönes Fruchtfleisch, das ist ja auch rot. Man kann gut die Kerne erkennen, die da drin sind. Also hat es eine super Befruchtung gegeben. Ja, da habt ihr mal einen Stöpsel als Größenvergleich, wie groß das so ist. Also das sieht richtig gut aus, ne? Also richtig was fürs Auge, so wenn man das aufschneidet. Ja, das mache ich jetzt mal mit allen drei Sorten. Die schneide ich alle auf. Hier wieder der Red Jumbo. Das sieht richtig toll aus, richtig viele Kerne drin. Aber hier drüben, die Julia, die hat ein bisschen wenig Kerne. Vielleicht liegt es an der Befruchtung, dass die so klein geblieben ist und schrumpelig. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, wenn ihr da was wisst. Die Weigi, die sieht auch richtig gut aus. Die hat natürlich kein rotes Fruchtfleisch, die hat eher so ein helles. Ich habe euch hier mal zum Größenvergleich ein paar handelsübliche Münzen hingelegt, dass ihr mal seht, wie groß eigentlich die Kiwis sind. Ja, zum Geschmack ist noch zu sagen, dass der Red Jumbo, der schmeckt ein bisschen fruchtiger. Die Julia, die grüne da oben, die schmeckt richtig süß, also extrem süß. Und da unten die Weigie, ja, die hat, kann man schwer erklären, die schmeckt halt wie ein Kiwi, aber leichten, mehligen Nachgeschmack, so als, ja, weiß auch nicht, wie man das beschreiben soll. Vielleicht muss ich sie noch ein paar Tage liegen lassen. Die Mini-Kiwi, die könnt ihr auch komplett am Stück aufessen. Ihr müsst da nur die alte Blüte da unten, das müsst ihr ein bisschen abmachen und den Stiel da oben. Und dann könnt ihr die komplett in den Mund nehmen und essen. Da sind nicht so eine Haare oder Borsten dran wie bei den großen Kiwis. Die sind völlig glatt, ne? Die könnt ihr komplett so aufessen. Ja, wann der perfekte Erntezeitpunkt ist, das muss ich selber erst in Erfahrung bringen. Ich habe gehört, dass wenn 10% der Kiwis weich sind, dass man alle abmachen soll, dass sie dann im Kühlschrank nachreifen sollen. Da kann man die Ernte oder die Reife bis zu einen Monat hinauszögern. Aber wie gesagt, ich muss selber das alles erst in Erfahrung bringen. Ich fände es richtig klasse, wenn ihr mir mal ein Abo dalasst. Da könnt ihr in Zukunft nichts verpassen. Ich werde hier ständig neue Videos machen. Ja, da bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sage ich mal Ciao.